Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Eco. Hallo. Hallo, Chi. Ich habe wie immer Hunger. Und hinter mir steht schon die ganze Zeit dieser Kojote, der mich töten möchte. Der hat auch Hunger. Ja, ich merke schon. Aber er soll es doch bitte nicht an mir auslassen. Was haben wir hier eigentlich drin? Kohle, okay. Was habe ich das letzte Mal? Was tue ich eigentlich aktuell? Weißt du das? Jetzt gerade läufst du, Chi. Nee, was ich für größere Sachen... Wollte ich die Bücher fertig machen, weitermachen? Ja, ne? Weil ich den Salat fertig hatte. Also du wolltest auf jeden Fall Dinge machen. Wahrscheinlich. Bestimmt. Wir haben hier sehr viele Sachen fertig, was ich gut finde. Warte mal, ich mach mal hier 10. Ich stelle mal überall 10 Petroleum wieder an. Kleine Jägermeister. So, der greift dann darauf zu. Jetzt habe ich kurz überlegen müssen, ob dieses Lied noch gesellschaftlich korrekt ist. Ja, mit kleinen Jägermeister haben wir doch eigentlich. Ja, mit Jägermeister schon. Früher hieß es anders. Ja, früher hatte man so ein Wort mit N. Ja. Das darf man natürlich nicht mehr sagen. So. Deswegen musste ich gerade echt kurz überlegen, weil ich da das im Hinterkopf hatte, dass da was war. Mhm. So, ich brauche 80 gebackene Tomaten. Da bin ich raus. Gebackene Tomaten. 10. Damit dauern die ja nicht immer. Achso, 10 Petroleum dauert wieder eine Stunde, alles klar. 80 gebackene Tomaten, 50 Obstsalat, einfacher Salat. Da. Ah, gucken. Schaut ja. Kein Platz mehr im Inventar. Ich habe jetzt mal eine ganze Rutsche hier angestellt wieder. Ob das reicht. Und was wollte ich denn hier nochmal machen? Epoxidharz, Kunststoff, Nylon. Nylon. Ich hatte, weißt du, was ich jetzt letzte Tage bekommen habe? Was denn? Das World of Warcraft Kochbuch. Geil. Und da sind so geile Sachen drin. Ich will es auch haben. Und ein Game of Thrones Kochbuch. Will ich auch. Also ich kenne Game of Thrones noch nicht, aber will ich auch haben. Ich liebe Kochbücher. Das ich koche daraus so nie irgendwas, aber ich liebe Kochbücher. Ja, vor allem das, beim WoW-Kochbuch finde ich es schön. Du hast bei jedem Gericht immer so einen kleinen Text mit dabei stehen. So typisch WoW-mäßig. Mhm. Das finde ich halt total süß. Und warum habe ich das jetzt erzählt? Worauf wollte ich nochmal hinaus? Das weiß ich jetzt nicht. Achso, genau. Und haben wir halt drin gelesen. Und ich habe mich ja einmal. Du kennst ja Natron, ne? Mhm. Hast du so fürs Backen und Kochen und so benutzt. Ja. Und ich habe es das erste Mal falsch ausgesprochen, weil ich so schnell gelesen habe und habe halt Natron gesagt. Und dann habe ich das einfach immer weiter gemacht, so aus Prinzip, dass ich gesagt habe, ja, und dann eine halbe Tasse Backnatron. Du hast mich wahnsinnig gemacht. Ja, ich musste jetzt sogar kurz überlegen, wie hieß es jetzt nochmal richtig, Natron oder Natron? Das ist das Problem dabei. Okay. Ich guck mal, was wir für wunderschöne Maschinen benötigen. Beziehungswitze. Ich wollte mal schauen, die Upgrade 2 hier. Genau, dafür habe ich die Sachen gebaut. Genau, Stahlzahnräder. I remember. Aber dafür muss ich erst noch Industrie 4 dann haben. Okay. Blöde Frage. Nee, ich finde es selber raus. Alles gut. Es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. Ich finde es selber raus. Gut. If you say that. Ich bin eine erwachsene Chi. Ich finde es selber raus. Oh, hier ist aber schön. Ich habe mich auch letztens voll erwachsen gefühlt, weil ich. Also letztens gestern. Weil ich bei der Krankenversicherung angerufen habe.
und geklärt habe, ob ich den Beitrag jetzt so zahlen muss per Dauerauftrag oder ob es automatisch von meinem Gehalt weggeht, weil ich das nicht wusste. Okay. Und dann, weil ich arbeite ja zum ersten Mal, deswegen kommen da so Fragen auf. Das konnte mir niemand beantworten, weil meine Eltern sind natürlich Selbstständige, bei denen läuft es wieder anders. Und dann wollte ich das selbst herausfinden, weil ich bin eine erwachsene G. Und ich habe es selbst herausgefunden. Und der Typ am Telefon, der war auch super lieb. Das ist doch hervorragend, G. Ja. Ich bin schon stolz auf dich. Das hast du wirklich ganz alleine gemacht? Ja. Wow. Wieder so eigenständig. Ich bin da wirklich stolz auf mich, vor allem, weil ich telefonieren hasse wie die Pest. Ich hatte da richtig Panik vor. Deswegen habe ich es bis am 15.02., also heute, hätte ich den Betrag überweisen hätte überwiesen sein müssen. Gestern habe ich angerufen, weil ich mich so lange davor gedrückt habe, da anzurufen, weil ich so Panik vor telefonieren habe. Oh Gott. Aber musst du auf Arbeit nicht auch mal irgendwie telefonieren oder sowas? Nee. Okay. Also muss ich schon, aber da ist es halt Arbeit. Das sind bei mir zwei getrennte Sachen. Ich weiß nicht, warum das getrennt funktioniert bei mir. Okay, gut. Jeder hat halt so sein Päckchen zu tragen, nicht wahr? Ja. Und bei mir ist es, dass ich telefonieren hasse. So, ich bringe mal ein bisschen Epoxidharz mit. Harz. Weißt du, wer dieses mit dem R-Rollen noch schlimmer macht hat als du? Kelly Mrs. Vlog. Ja? Kelly Mrs. Vlog. Soll ich diese Person jetzt kennen? YouTuberin, schon seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich. Nee, musst du nicht kennen. Gut, okay. Nee, ich meinte jetzt aber tatsächlich aus deiner Community. Christian. Ja gut, der ist Österreicher, der zählt nicht. Der hat sowieso genetische Sprachfehler. Nein, Christian, ich hab dich lieb. Ich mag Christians Dialekt. Aber ich stehe auf Österreichisch. Ich eigentlich auch. Deswegen höre ich ihm und Oro so gerne zu, wenn sie reden. Aber ich mag es, wenn die auch richtig loslegen mit ihrem österreichischen Dialekt. Wenn die so dieses Deutsch-Österreichisch sprechen, dann ist es ja noch langweilig, aber wenn die richtig österreichisch loslegen, ist es so cool einfach. Wer wollte es noch? Alice. Ich finde, bei Alice hört man das richtig krass raus, was ich auch sehr sympathisch finde. Aber ich hätte nie so aufgepasst. Ich meine, ich rede auch nicht so oft mit Alice, muss man jetzt dazu sagen, aber wenn ich mit ihr rede, dann fällt es halt schon auf und ich finde das wahnsinnig sympathisch bei ihr. Ja, Alice ist sowieso so eine Zuckerliebe. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alice ist toll. Ist auch schon krass, die kenne ich auch schon ewig mittlerweile. Aber also, Alice kanntest du auch privat, meine ich, oder? Ja, ja, Alice habe ich privat sogar kennengelernt. Okay, gut, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob du sie privat hast kennengelernt und sie dann quasi, bevor sie zu deiner Community gekommen ist, schon dich kannte oder andersrum? Nee, die habe ich auf einer Convention kennengelernt. Okay, gut. Also kommt sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt bei dir aus der Ecke, sag ich mal. Nicht ganz. Was ich aber auch aufgrund ihres, die Art, wie sie redet, jetzt nicht gedacht hätte, muss ich sagen. Was das hier nicht, dabei kann Alice gar kein Dialekt. Nee, deswegen sag ich ja. Ach so, okay, dann habe ich jetzt genau falsch verstanden. Nee, sie hat ja, dadurch, dass sie eben nicht so Dialekt spricht, ist es deutlicher gewesen, dass sie eben nicht quasi aus. Ach so, jetzt, okay, so rum. Ich meine, wenn du loslegst mit deinem komischen Bayerisch, dann. Ich habe das vorhin die ganze Zeit gesprochen, weil ich noch kurz im Discord saß mit den anderen. Und wenn, egal ob Christian oder Oro, wenn die zwei da sind, dann fällt es mir so unfassbar schwer, Hochdeutsch zu sprechen. Und dann habe ich schon gemeint, so jetzt wird es dann lustig, weil jetzt muss ich dann wieder umswitchen von meinem Bayerischen auf mein Hochdeutsches, wo ich jetzt gerade voll bayerisch geredet habe. Aber es gelingt mir erstaunlich gut. Von meiner kannst du ruhig weiter bayerisch reden, ist schon okay. Nee, das kann ich dann nicht. Oder es fällt mir schwerer, weil du Hochdeutsch mit mir sprichst.
Okay. Wenn du jetzt auch bayerisch mit mir sprechen würdest, gar kein Thema, dann würde ich mit dir bayerisch reden, aber so es tut mir sehr leid, aber leider ist mein Bayerisch da doch etwas eingerostet, muss ich gestehen. Ja, meins leider auch, weil ich so wenig benutze. Ich freue mich immer so ein bisschen, wenn sie im Stream die 15 Minuten bayerisch einlösen. Hast du nicht erzählt, dass du privat nur bayerisch sprichst? Ja, schon, aber ich bin privat die meiste Zeit alleine. Also mit meiner Familie rede ich logischerweise, weil die auch so sprechen wie ich. Von denen habe ich es ja. Was? Deine Familie spricht wie du? Ja, ist komisch, ne? Aber das ist sehr merkwürdig, ja. Die sind halt nie da. Also ich bin halt wirklich die meiste Zeit alleine hier. Mm. Oder ich gehe ihnen absichtlich aus dem Weg, weil es mir zu laut und zu anstrengend ist. Okay. Deswegen. Aber in meinem Kopf spreche ich mit mir bayerisch. Ja. So. Träumst du auch bayerisch? Nee. Nee? Nee. Okay. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich super, super selten von mir träume. Okay. Ich träume immer entweder von anderen, von irgendwelchen Fantasy-Geschichten, aber nie, dass ich wirklich jetzt so als Hauptfigur drin vorkomme und sprechen würde. Okay. Na gut. Ich meine, hier ist ja immer unterschiedlich, aber, ne? Ja, aber kann auch sein, dass ich es einfach immer vergesse, weil ich träume eh so wenig. Oh, jetzt muss ich mal eben gucken, die... Okay, wir haben den verbesserten Schreinerhandwerktisch haben wir noch nicht. Das ist dann korrekt. Dann würde ich den verbesserten Schreinerhandwerktisch mal eben machen. Aber wir haben sowieso ja noch einen Haufen Sachen, die wir hier herstellen können, / müssen, / sollten, wie auch immer. Juhu. Bisschen mehr Begeisterung heute, hallo? Wir haben Dienstag. Wow. Entschuldigung, dass ich nicht meine normal übliche Dienstagsbegeisterung offenbare. Ja, schäm dich. So, jetzt müssen wir. Weißt du, was ich heute Geiles zum Abendessen hatte? Pizza. Eine Blätterteig-Lachs-Pizza. Das klingt interessant. Das ist richtig gut. Vor allem super easy gemacht. Du holst dir den Blätterteig, packst da Räucherlachs drauf und dann eine Ei-Käsemischung und fertig. Okay. Super also, lecker. Und dann 20 Minuten im Ofen, batz, fertig. Grundsätzlich Sachen mit Lachs sind eigentlich immer geil. Ja, ich liebe Räucherlachs. Oh, was kommt denn hier für komisches Zeug raus? Dampft und qualmt, aber gut. Achso. Haben wir noch irgendwo Kohle? Vielleicht im Lager? I don't know. Das ist jetzt die awesomest möglichste Antwort gewesen, die ich... wow. So, ich meine, ich hätte zwar gerade schon mal reingeguckt und nichts gefunden, aber das muss nichts heißen. Erstmal haben wir hier wieder einen Haufen Schlacke. Giftiger Schlamm ist es, Entschuldigung. Den bringe ich mal eben drunter. Ich gerade sehe. La, 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 la. So. 166 Tage noch bis zum Einschlag, Chi. Kriegen wir hin. Ja, I hope this too. Aber ich bin vorsichtig geworden mit Prognosen. Seit der Dachaktion. Jetzt wäre ich fast in dieses komische Loch gefallen. Die ungesicherte Baustelle hier. Ich verstehe nicht, wir haben noch 32 Kohle. Rein. Na, 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 na. So. So. Die kommt wiederum nach hinten rein. Bin ein bisschen doof.
Mann, ich brauche so echt viel davon. Wovon denn? Von den Tomaten? Nee, von den Ziegeln. Ziegel? Ja. Will ich dir Ziegel machen? Nee, die macht sie schon. Achso. Das ist das, was ich herausfinden wollte. Und es geschafft habe. Bin ich sehr stolz auf mich. Okay. Ja? Ja. Ja? Ja. Ich bin auch stolz auf dich. Danke. Grundsätzlich, das weißt du aber. Ja, danke schön. Trotzdem hört man es gerne immer wieder. Ja, ich kann nicht verstehen. Deswegen betone ich sie auch nochmal immer so ausdrücklichst. Warum geht das da hinten? Achso, ich glaube, weil ich momentan keinen elektrischen Power da hinten habe. Ich muss da hinten meine Dampfmaschine anwerfen. Wir haben keine Kohle mehr. War das nicht auch ein Task, den ich erledigen wollte? Ich hole mir jetzt mal eben selber einen 20er Stack, damit ich überhaupt weiterkomme gerade. Ja, irgendwas also, wollte ich dir holen, ich weiß aber nicht mehr was. Entweder Gold oder Kohle. Vielleicht Eisen oder Kupfer Eisen. Oder... Also mir fallen sehr viele Sachen ein, die man gebrauchen könnte. So. Gesundheit. Danke. Weißt du, was ich jetzt zu Hause habe? Einen elektrischen Massagesessel. Nee. Okay. Eine Alexa. Ach so, eine Alexa. Ja. Okay. Also ein Echo Dot. Die kleine Version, und, weil die gab's runtergesetzt. Die wollte ja, ich schon ja, Ewigkeiten haben. Deswegen. Ja, ich hatte auch schon mal drüber nachgedacht, aber ich hatte da bisher noch so keine Notwendigkeit drin gesehen, weil ich wüsste nicht, wofür ich sie einsetzen sollte. Dann hoffentlich bald mit in die neue Wohnung und dann kann sie da mein Licht an- und ausschalten und meine Musik an- und ausschalten. Weil dann muss ich nämlich auch meine HiFi-Anlage nicht mitnehmen. Wenn die kein Platz wäre. So laut Musik spielen kann ich dann ja eh nicht mehr. Wie, kannst du jetzt lauter spielen? Ja. Okay. Hast du denn die Vermieterin mit in der Wohnung wohnen? Oder? Also nicht in deiner Wohnung, im Haus, Entschuldigung. Nee, ich glaube nicht. Wohnt die mit in der Wohnung? Ja, die ist meine WG-Partnerin. Nee, die wohnt nicht mit im Haus. Okay. Das ist tatsächlich bei meiner ersten Wohnung so gewesen. Da hatte ich meinen Vermieter quasi direkt unter mir wohnen. Da hatte ich auch eine angeguckt. Da wäre gegenüber von mir gewesen. Mhm. Yeah. Aber die war kacke. Die hatte einen Balkon, den du nicht nutzen konntest, weil es so brachial laut war und so staubig und so dreckig. Weil mir dachte, Alter, ich zahle doch nicht für den Balkon dafür, dass ich ihn da nicht nutzen kann. Scheiße. Vor allem, sie auch super teuer war, die Wohnung. Ja, kann ich verstehen. Ich hatte am Anfang tatsächlich noch gedacht, dass wenn der Vermieter mit im Haus wohnt, also quasi immer schön die Möglichkeit hat, jederzeit bei dir mal vorbeizukommen, dass das eher kontraproduktiv ist. Aber ich muss sagen, es hat halt auch viele Vorteile, weil du eben, wenn du was hast, mal eben schnell rübergehen kannst. Ja. Und jetzt ist es halt so, ich wohne ja hier auch ganz normal zur Miete und wie das in den meisten Häusern ist, ist es natürlich beim Vermieter nicht hier. Das heißt, ich muss den dann quasi immer anschreiben, über WhatsApp zum Beispiel, oder ich rufe ihn an, wenn irgendwas ist. Und ja, da ich jetzt relativ wenig Lust habe, mit ihm zu telefonieren, ehrlich gesagt, schreibe ich ihm meistens immer eine WhatsApp und hoffe, dass er darauf reagiert. Weil wenn nicht, muss ich ihn nach 2 Tagen dann irgendwann mal anrufen. Ich muss sagen, ich hoffe jetzt wirklich, dass das mit dieser Wohnung was wird. Aber ich bin schon mal besserer Dinge als wie bei den letzten Malen, weil ich halt wirklich die Einzige bin, die aktuell vorgeschlagen ist.
Mhm. Und ich dieser Frau so lange auf den Sack gehen werde, bis sie mir diese Wohnung gibt. Also ich drücke die. Aber ich bin da auch ganz guter Dinge. Ja, ich habe ja eigentlich alles, was sich ein Vermieter wünscht. Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ein Einkommen, das hoch genug ist, eine Bürgschaft von den Eltern, eine positive Schufa. Ich habe alles. Gut, das ist optimal. Ja. Ich meine, noch besser wäre es natürlich, wenn ihr zu zweit seid und beide hätten ein regelmäßiges Einkommen und solche Geschichten. Ja, nee, ja? Die, also 40 Quadratmeter bei aller Liebe. Ja, nee, okay, das, das passt natürlich dann nicht so gut mit zwei Mann. Ist korrekt, also die ist auch wirklich auf Singles ausgelegt, die Wohnung. Damals meiner Ex-Freundin ist das gewesen, wo ich dann... das war auch meine allerersten Wohnung, die war halt auch 43 Quadratmeter. Und ja, wie das dann irgendwann so ist, du kommst an einen Punkt, wo du sagst, ja, man könnte darüber nachdenken, vielleicht mal zusammen zu wohnen. Ne? Also vielleicht kann das der eine oder andere von euch auch nachvollziehen, dass man mit einem anderen Menschen zusammenlebt, der nicht Teil der Familie ist. Und ja, du bist natürlich am Anfang immer noch so ein bisschen vorsichtig, weil, funktioniert das so mit dem Zusammenleben und so weiter und so weiter? Gibt es ja so sehr viel, was damit reinspielt und was machst du, wenn das am Ende nicht funktioniert? Ja, also haben wir erstmal gesagt, komm, du kannst bei mir einziehen, ist zwar klein, aber zumindest können wir dann sehen, wie es ist, wenn wir uns gegenseitig tagtäglich auf den Sack gehen. An sich kein blöder Gedanke. Ja, und der Vorteil war halt, sie hatte halt bis dato noch in ihrem Elternhaus gewohnt. Das heißt, hätte es nicht funktioniert, dann wäre sie wieder ausgezogen und hätte halt nicht dann da gestanden, hätte sich eine neue Wohnung suchen müssen. Sie hätte dann quasi einfach wieder zurück zu ihren Eltern gehen können. Ja. Auch vom Job war es bei ihr kein Thema, weil quasi ihre Arbeitsstelle genau zwischen meiner Wohnung und den ihrer Eltern lag. Das heißt, ob sie jetzt auf gut Deutsch von links oder von rechts kommt, ist egal. Ne? Und von daher auch da kein Problem und ja, irgendwie, weiß nicht, hat das dann aber doch funktioniert und ja, dann sind wir irgendwann in eine größere Wohnung gezogen. Nee, davon bin ich dann auch weg. Ich muss auch mindestens 2 Jahre in der Wohnung wohnen, habe ich jetzt kein Problem, weil dann habe ich 2 Jahre lang mich, kann ich das Alleinleben genießen. Mhm. Und dann kann man nochmal überlegen. Ah. Also ich bin immer ein Freund davon, dass man sich langsam an die Sachen rantastet. Das ist korrekt. Und jetzt der... Ist das der? Ah ja. Ah, Ziegel. Okay. Wow. Ein verbesserter Schreinerhandwerktisch. Oh, dafür brauchen wir Composites, Chi. Mhm. Als Buch. Oh, da mache ich sogar das moderne Upgrade 3. Ach du Scheiße. Das heißt jetzt nicht, ich muss Composites machen. Ja, das wäre... nicht so, muss nicht sofort sein. Ja, also, alles gut. Mach in Ruhe, aber auf kurz oder lang wird Composites benötigt. Ja. Ich habe hier kein... Ach, was heißt Composite wieder auf Deutsch? Betonen. Ach nee, da, Composite. Das heißt, wäre es irgendwas mit Holz arbeiten. Echt? Oh, ich bin's mit. Wie komme ich denn auf Beton? Das ist Konkret. Ah, genau. Ich wusste irgendwas mit C. Oh Gott, das ist so lange her. Okay, Composite Skillbook. Haben wir das wirklich noch nicht? Also, dann habe ich es nicht gelernt, sagen wir mal so. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass du es mal erwähnt hättest. So, Advanced Masonry Table. Okay, ich brauche hier auf jeden Fall Basic Circuits. Okay. Komposite. Ich muss eh bei dem anderen auf Ziegel warten, dann kann ich das Composite nebenher machen. Okay, das... Der Tisch ist gerade in Benutzung. Man muss hier ja sinngemäß vorgehen. Man kann nicht einfach alles auf einmal machen. Kann ich eigentlich noch... das kann ich wahrscheinlich nicht die Sachen hier reinstellen, weil wegen Raumanforderungen.
haben immer alle so wahnsinnig hohe Raumanforderungen. Status. Raumanforderungen, Error, you need 2,7. Brauchen die alle 2,7? Ihr braucht 2,3. 2,8. 2,8. 2,7. 2,7. 2,8. 2,7. Okay, 2,7 ist das niedrigste. Und ich habe hier unten nur 2,0. 2,0. Huch! Hallo? Oh. Mein Discord ist gerade abgeschmiert. Deswegen hört ihr gerade Kidman nicht. Ich bin hier gerade alleine für mich. Was total weird ist auf einmal. Das Discord-Symbol dreht sich weiter und weiter und weiter. Ich frage mich gerade, ob das nur bei mir ist oder ob das bei ihm auch ist. Thank you! Entschuldigung. Ich schreibe ihm mal. Aber es scheint ein generelles Problem zu sein. Weil da steht General API and Session Issues. Warten wir einfach, oder? Wir haben jetzt die letzten 4 Minuten, quatsche ich jetzt einfach so? Und nehme mit euch so auf und ich mache einfach weiter, wie als wäre nichts gewesen. Und warte einfach, bis es wieder funktioniert. Was brauchen wir denn noch? Modernes Forschungspapier. Wie oft brauche ich das? 5-mal. 5-mal. Modernes. Moderne Dendrologie. Das war das mit dem Bauholz, ne? Modernes Forschungspapier, Dendrologie. Ja, genau, 15. Das sind die 75 Bauholz. Also ich muss wieder ganz viel Holz sammeln. Bauholz. So, dann. 5-mal moderne Metallurgie. 4 moderne. Okay, er ist normal drin. Alles klar. Dann. Ah, okay, er hat abmoderiert. Ja, dann sage ich wahrscheinlich auch einfach mal Tschüss. Und dann versuche ich das zu fixen. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder zusammen mit Kidman in der nächsten Folge. Ich versuche es zu fixen. Bis dahin, bye bye. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.